Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf CustomRigs.de. Willkommen, ich würde jetzt eigentlich normalerweise nochmal auf Aufnehmen drücken. Schön, dass ihr wieder da seid, zurückgefunden habt zu meinem YouTube-Kanal. Heute geht's hier rum, und zwar bin ich euch ja noch ein Video schuldig. Nach dem Timelapse-Bild wollt ihr natürlich sicher auch sehen, wie sind die Temperaturen hier im Petcase. Das ist das Petcase hier. Falls es einer noch nicht kennt, das ist vom Custom Design bei Pet. Das ist komplett gelasert aus Acryl, wie fast gesteckt, mit ein paar Würfeln in der Ecke aus Aluminium. Ja, wird zusammengeschraubt, fertig, relativ kompakt, einfach aufzubauen. Ja, und funktioniert wunderbar. Also ich nutze es jetzt schon eine Weile und bin eigentlich begeistert. Es geht heute um die Temperaturen. Ich möchte euch heute zeigen, wie sich die Temperaturen jetzt hier verhalten im Gaming und beim Videorendern und... Das war es auch schon. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache, Videos rendern und spielen. Mehr mache ich nicht. Und die Temperaturen sind wichtig. Ich könnte jetzt hier Prime 95 laufen lassen bis zum Anschlag, macht aber keinen Sinn, macht man nicht tagtäglich. Aber im Video rendern oder halt auch mal ein Spiel spielen, macht jeder. Und die Temperaturen sind in meinen Augen wichtig und der Rest ist völlig egal. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten mal. Ich erkläre euch noch mal kurz was, weil es hat einige Upgrades bekommen. Und dazu erzähle ich euch jetzt gleich mehr. Ja, wie ihr jetzt hier schon unschwer erkennen könnt, lunzt hier die 5700 XT durch, genau. Und zwar die Vega 56, die Strix, die ich hatte, die hat genau 2 Tage gehalten. Nach 2 Tagen hatte ich kein Bild mehr. Ich habe die Karte auch extern auf einem anderen Mainboard probiert gehabt, nichts mehr. Habe ich gesagt, okay, Upgrade. 5700 XT, super Karte, super geil, also vom Spielen her einwandfrei, funktioniert richtig gut. Dann... gucken, ob wir das jetzt hier zeigen können. Muss ich wahrscheinlich mit dem Tisch mal ein Stück zu vorrücken hier. So, dass wir hier die Kabel ein bisschen ziehen können. Dann sieht man das jetzt hier? Naja, man kann es erahnen hier. Ich habe jetzt hier den Team Group, die 16 GB sind jetzt hier nicht mehr drin. Ich habe jetzt hier 32 GB HyperX drin. Und statt dem 2600er Ryzen ist jetzt hier ein 3700X drin. Und der läuft auf 4,2 GHz All-Core. Ja, auf allen 8 Kernen 4,2 GHz mit dem kleinen Noctua-Lüfter hier. Das ist der NHL965 oder LL9i65. Und der schafft das ohne Probleme. Da bin ich echt erstaunt, dass das Ganze so gut funktioniert. Ich würde sagen, wir starten das Ganze mal, den Test. Und schauen mal, wie sich die Temperaturen jetzt hier im Petcase mit der 5700 XT, mit dem 3700X auf dem B450i, dem Asus ROG B450i Gaming, wie sich das Ganze verhält. Ich lasse Hardware-Info im Hintergrund mitlaufen. Und ja, ich bin auch gespannt, weil ich mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig angeguckt habe. Ich würde sagen, es geht. So. Was habe ich mir als Gaming-Test rausgesucht? Battlefield 5. Ich habe gerade noch das Update gemacht. Hier steht, wird fertiggestellt. Ich hoffe, der ist gleich fertig, dass wir loslegen können. Ich habe jetzt hier Hardware-Info schon offen. Ich würde das Ganze nochmal zurücksetzen. Battlefield 5 ist fertig. Ich spiele jetzt hier Battlefield 5. Hardware-Info ist offen. Ich habe jetzt hier noch GPU-Z auch noch. Ich habe hier die Sensoren alle für die Temperaturen. Es ist keine Custom Design 5700 XT, sondern ja, Referenzdesign mit dem Blower-Kühler. Also ich erwarte jetzt hier keine krass guten Temperaturen. Die werden halt wahrscheinlich so wie üblich um die 80 Grad liegen. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil der GPU das nichts ausmacht. Genau, da würde ich sagen, wir starten jetzt hier mit BF5. Ich spiele jetzt für euch, ja, muss ich jetzt leider eine ganze Stunde lang BF5 spielen. Ich spiele das eine ganze Stunde jetzt. 14.20 Uhr ist es jetzt. Also eine Stunde BF5 und dann melde ich mich zurück bei euch. Ja Leute, das sind jetzt die Temperaturen hier. Ich habe jetzt 1,5 Stunden Battlefield 5 gespielt online.
mit 64 Spielern. Und ja, wir haben jetzt hier eine GPU-Temperatur von 79 Grad. Ja, also ist völlig in Ordnung. Der Hotspot wird bei 95, kennt man ja von den Radeon-Karten. Und interessant ist aber auch hier, dass der die Lüftergeschwindigkeit von der 5700 XT maximal 43% war. Also nicht mal die Hälfte. Ja? Also man könnte theoretisch jetzt, wenn einem die Lautstärke jetzt egal ist, wenn man Kopfhörer auf hat oder so, könnte man da auch noch die Karte noch ein bisschen kühler bekommen. Muss man aber nicht. CPU. Ich habe das hier oben mal. Der Ryzen 7 3700X läuft jetzt hier auf 4,2 GHz All-Core bei 1,32 Volt circa. Und da haben wir eine maximale Temperatur bei Battlefield 5. Ich weiß ja eigentlich jeder, dass Battlefield 5 online mit 64 Spielern auf alle Fälle sehr CPU-lastig ist. Haben wir hier 74 Grad, was auch völlig in Ordnung geht. Selbst die anderen Temperaturen, was jetzt hier alles so angezeigt wird, noch Mainboard, wo auch immer dort der Temperatursensor sitzt und Temperatur 3, 4, 5, 6, sieht so aus, als wenn das alles ein Sensor ist und überall die gleiche Temperatur. Also hier 52 Grad, selbst auf der Northbridge, beziehungsweise auf dem Chipsatz, hier 56 Grad maximal. Die Festplatten, also die SSDs, haben hier die NVMe, die M2, die hat hier 47 Grad maximal, völlig okay. Dann die erste SSD 41 und die andere SSD 35 Grad. Die habe ich hier noch reingequetscht in das Gehäuse, also zwei SSDs in 2,5 Zoll und ja, eine M2 NVMe SSD. Also wie ihr seht, die Temperaturen ziemlich gut für das kleine Teil, vor allen Dingen für diesen, ja, für diesen Kühler, ja, für diesen NH L9. Doktor-Kühler für den kleinen. Ja, dann wollte ich euch jetzt nochmal ein paar Leistungsdaten zeigen in Form von Cinebench. In dem Fall jetzt erstmal Cinebench R15. Drücke ich einfach mal los hier. Gucken wir uns mal den Multicore-Score an, der jetzt hier rauskommt. CPU jetzt bei 77 Grad. 78, 79, 80, 80 Grad hier, 2150 Punkte, machen wir gleich mal den Cinebench R20 hinterher. Die 80 Grad auf der CPU gehen auch völlig in Ordnung, das ist kein Problem. Ich sag mal, alles was so unter 90 ist, ist auf alle Fälle nicht kritisch. Und wie ihr gesehen habt, im Spielen ja auch völlig, ja, völlig human mit den 75 Grad maximal. So, Cinebench R20 geht los. Das ist ein AVX Bench, CPU Benchmark. Und ja, fordert die CPU noch ein bisschen mehr. Ich denke mal, die wird jetzt über 80 Grad warm werden. 80. Ich habe hier auch kein AVX Offset drin, wie ihr hier oben seht. Der hängt bei 4,2 GHz auf einem Kern. Was für das kleine Teil echt super ist. 82 Grad. Mal gucken, was rauskommt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. 84 Grad. 85. Ja, ich denke mal, es wird viel wärmer, wird er nicht werden. 86. Ja, knapp 5000 Punkte im Cinebench R20, 4825 im Cinebench R20, 2143 im Cinebench R15. So, was jetzt nochmal interessant ist, ist auf alle Fälle 3D Mark, die Leistung von dem Setup jetzt hier. Interessiert bestimmt auch einige. Ryzen 3700X auf 4,2 GHz All-Core und die 5700XT im Standard-Modus quasi. Ich würde dazu jetzt hier auch GPU-Z anmachen und mal gucken, die Sensoren mal einschalten hier.
und mal sehen, wo die Karte maximal hinboostet. Also ich würde direkt mal mit dem Fire Strike beginnen. Stell hier mal alles auf Max. Dass wir hier auch alles sehen. Voltage, Power Draw. Ja, das reicht eigentlich. Okay, und ich würde dann direkt mal mit Fire Strike starten. 3D Mark Fire Strike Einlauf. Los geht's. So, ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. GPU-Score fast 27.000 Punkte, Physics-Score 23.000 combined, ziemlich gut mit 10.600. Und wenn wir mal hier gucken, maximaler Takt 1962 MHz, das ist jetzt auch nicht so wenig. Und hier die GPU-Temperatur 68 Grad, ja, Hotspot 83 Grad. Ja, 185 Watt maximal, das ist nicht viel. GPU-Voltage war auf 1,2 Volt maximal oben gewesen. Ich habe auch die aktuellsten Treiber alle oben, die habe ich vorher alle drauf installiert. Ich würde sagen, anschließend gleich direkt mal weiter mit TimeSpy. Ja, 9000 Punkte im TimeSpy, das ist nicht so schlecht. Ja, also, ja, ist jetzt sagen wir mal im TimeSpy jetzt nicht so der Burner. Also eine RTX 2080 ist doch natürlich auch schneller. Aber hier mit einem GPU-Score von 8800 Punkten, CPU-Score 10.200 Punkte. Und wir haben jetzt hier auch wieder maximaler Fanspeed. 42% nur, maximale GPU-Temperatur 75 Grad und Hotspot 92 Grad, ja, auch wieder bis 1,2 Volt, maximal 185 Watt hat sich hier gezogen. Das ist für die Leistung schon wirklich gut, muss ich echt mal sagen. Und ja, hier GPU-Load waren auch maximal 100%, sieht man doch am Verlauf, ist ziemlich immer an der Grenze gelaufen. Ja, maximaler Boost 1934 MHz, ist auch nicht so schlecht. Ja, alles im allem, alle Temperaturen auf alle Fälle im grünen Bereich und für die Leistung und den Preis der Karte natürlich auch top. Ne? Also, ja, wir rendern jetzt mal hier ein Video mit Adobe Premiere. Das ist das Video, was ich gestern hochgeladen habe, hier das Unboxing vom Ion Plus 860p Netzteil von Fractal Design. Das wird in 4K gerendert, beziehungsweise in Ultra HD. Original Videomaterial ist H265 Format und ich rendere das zum H264 Format mit 30 Bildern pro Sekunde. Und das Ganze rendere ich jetzt mal und wir schauen uns dann die Temperaturen anschließend an. Wir haben jetzt hier eine maximale Temperatur gehabt von 83 Grad auf der CPU, was völlig okay ist. GPU hat auch mitgemacht hier in dem Fall, aber die Temperaturen, die jetzt dort, die dort entstanden sind, sind jetzt nicht der Rede wert. Mit 52 Grad auf der GPU und auf dem Hotspot 54 Grad. Ja, wie ihr seht, auch rendern hier jetzt kein Problem. Super Temperaturen. Das war jetzt mal kurz der Einblick hier in die Leistung von dem kleinen ITX-Aufbau hier im PET-Case von Custom Design by PET. Ich glaube, das könnt ihr für 80 Euro kaufen bei ihrem Shop. Braucht noch ein paar Sachen dazu, Elektronik, Krimskrams, Reiserkarte und so weiter.
Ist vielleicht jetzt in dem Sinne nicht so günstig, aber der Pad ist jetzt auch keine Riesenfirma, der das hier am Band produziert, sondern es ist halt alles ja, bei ihm zu Hause, bei sich zu Hause hergestellt, sozusagen die ganzen Teile. Und ja, dafür ist es nicht schlecht. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal einen Einblick zu bekommen in die Leistung und die Temperaturen, die jetzt hier auftreten können, die, wie ihr gesehen habt, alle völlig okay sind. Also ja, kleines Case, relativ gute Hardware, sage ich mal, zum Zocken von aktuellen Spielen mehr als ausreichend. Ich spiele auch in WQHD, rennt alles top. Selbst mit diesem, wo man eigentlich meinen kleinen CPU-Kühler, der Ryzen 3700X auf 4,2 GHz All-Core, ohne Probleme zu kühlen, für den alltäglichen Gebrauch beim Zocken, beim Rendern oder sonst was, wird er definitiv nicht zu heiß. Also von mir definitiv eine Empfehlung fürs Padcase, für die Hardware, die hier drin ist. Also ich bin wirklich begeistert davon. 5700XT, Ryzen 3700X. Und ach, was noch einige vielleicht interessieren mag. Oh, mein Gerät ist ausgegangen hier. Ich hatte vorhin noch hier ja, die Lautheit hier am Platz gemessen, also hier vorne ungefähr, da wo der Kopf halt auch ist, wo man halt sitzt, am Rechner entfernt. Das waren 46 dBA. Ist jetzt erstmal nicht so leise. Das ist aber, man muss einem bewusst sein, hier ist keine Schalldämmung, nichts. Das Ding steht auf dem Tisch direkt neben einem. Ist jetzt ja nicht das leiseste, der leiseste Rechner. Aber da man ja sowieso meistens mit Kopfhörern zockt, sollte das kein Problem sein. Also, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier nochmal eingeschaltet habt hier bei dem kleinen, bei der kleinen Performance- und Temperaturübersicht vom Padcase, vom ETX-Aufbau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.